Vom Bäcker zum Immobilienmogul. Das hat Wolfgang Stabauer geschafft. 30 Jahre ist der Unternehmer damit schon im Geschäft. Das feierte der 55-Jährige im Linzer Szenelokal Josef. Das Erfolgsrezept? Die Nische. Mittlerweile ist es so, dass wir in der Nische uns eigentlich zum großen Player behaupten konnten, weil es einfach den Weg dort hinein nicht sehr viele Leute gehen. Letztes Jahr hat Wolfgang Stabauer rund 40 Millionen Euro umgesetzt. Verantwortlich für den Rekordumsatz, das Nullzinsniveau und die Strafzinsen auf Erspartes. Ab dem Zeitpunkt flüchten die Leute in die Immobilie und wenn man dann dort ruhige Instrumente hat, ist es für uns sehr dienlich. Aber wir haben auch zum Beispiel die Krise nicht gespürt. In der Wirtschaftskrise haben unsere Kunden genauso investiert, aber sie investieren jetzt mehr. Das ist vollkommen richtig, weil einfach in den Banken die Zinsen unzufriedenstellend sind. Die Zeit spricht für Immobilien. Einfach für Sachwerte. In 30 Jahren Unternehmertum gab es für den 55-Jährigen aber auch viele Herausforderungen. Immerhin hat der Unternehmer im Jahr 2000 auf Immobilien umgesattelt. 7 Jahre später kam die Finanzkrise, ausgelöst durch die geplatzte Immobilienblase in den Vereinigten Staaten. Weil doch sehr viele Leute auf Produkte gesetzt haben wie Schweizer Franken, die dann sehr enttäuscht waren, was erst 17 Jahre lang gut gelaufen ist. Da haben wir sehr viel zum Kämpfen gehabt, obwohl die Kunden gewusst haben, okay, ich habe die Entscheidung selber getroffen. Und wenn man aber dann wieder stabile Immobilie dabei hat, dann geht es. Für den 30er reiste auch er an. TV-Star und Burgschauspieler Serge Falk. Immerhin ist die Schauspielerei auch Unternehmertum. So arbeite ich jetzt an einem Soloprogramm, habe eben einen Auftritt gehabt in Gmunden und in Grammerstetten und in Freistadt und habe dann in Wien im Herbst die Wien-Premiere und dazwischen spiele ich Theater. Und so hat man immer mehrere, glaube ich, bei der Immobilienbranche, mehrere Pfannen am Feuer. Und manche werden was und manche werden nichts. Weiterer Erfolgsfaktor, Partnerschaften, die seit 30 Jahren bestehen. Er ist mir aufgefallen, weil er als Dienstnehmer einer Bank einen Vertrag eingehalten hat, obwohl sein Vorstand die Vertragsverletzung befohlen hat. Und solche Leute kann man sich an 5 Fingern abzählen. Und da habe ich gemerkt, das ist der ehrlichste, geradlinigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und seitdem sind wir befreundet. Nächstes Jahr will Stabauer übrigens die 50 Millionen Euro Umsatzmarke knacken.